Es geht Schlag auf Schlag weiter. Wir spielen jetzt Madison. Bin mal gespannt, was sie wieder machen wird. Freitag, 9:07 Uhr, 126,95 mm. Okay, wir sind in einem Krankenhaus. Ja. Nur noch ein paar Stunden, bis Sean Mars stirbt. Hoffentlich verschwende ich keine Zeit. John Shepard starb vor 30 Jahren. Ich hoffe, seine Mutter kennt die Antworten zu diesem Rätsel. Ah, okay, also sollen wir die Mutter anscheinend finden. Anne Shepard heißt sie. Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Bitte tragen Sie sich ein. Aha, noch eintragen, als ob wir so viel Zeit Gehören Sie hätten. zur Familie? Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer, sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber sie wird sich freuen, bestimmt. Zimmer 19, am Ende des Gangs. Danke. Ich suche Zimmer 19. Okay, Zimmer 19. Alzheimer. Ich suche Zimmer 19. Also Zimmer 19 wahrscheinlich geradeaus, ganz durch. Ah, Blumen. Ah, können wir nichts machen, okay. Zimmer, was haben wir da? Zimmer 13, so wie ich es gesehen habe. Ja. Okay, wo ist das? Moment, bin ich jetzt vorbeigelaufen? Ah, da, Zimmer 19. Also Alzheimer ist, sie vergisst Sachen. Das Beispiel, wir können mit ihr reden und mittendrin vergisst sie einfach, wer wir sind. Beispielsweise. Hallo, Mrs. Shepard. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Nein, Mrs. Shepard, ich. Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier? Vorstellen oder so, tun wir uns mal vorstellen. Ich heiße Höflich. Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Okay, Pflegeeltern, Johns Bruder, John, zweiter Sohn. Noch einmal Ihr John. Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Pflegeeltern. Erinnern Sie sich, Mrs. Shepard? Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Wie hieß die Pflegefamilie? Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Schade. Ich liebe es, Fernsehen zu schauen. Okay, also sie ist auch mit den Gedanken eigentlich ganz woanders als wir. Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Origami Killer, Johns Bruder, Ihr einer Sohn hieß John und er hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Boah, die ist ja voll abweisend zu uns. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepard, Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich habe gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Oh Mann. Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepard. Er hat schlimme Dinge getan. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Schlimme Dinge, haben Sie gesagt? Er hat mich nie besucht, wissen Sie? In 10 Jahren, nie. Man vergisst doch seine Mutter nicht, oder? Mrs. Shepard, Ihr Sohn ist vielleicht in Mordfälle verwickelt.
Sie könnten etwas wissen, was den Ermittlungen weiterhilft. Sind Sie die Schwester? Wo sind die Tabletten? Okay, wir kommen nicht wirklich weiter. Aber wenn ich überlege, warum kommt er sie nicht besuchen? So, das ist eigentlich auch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Vielleicht einfach nur aus dem Grund, weil sie, also die Mutter, zu dem Zeitpunkt, als der Bruder gestorben ist, auch nicht da war und deswegen ignoriert er sie jetzt knallhart. Oh ne, ich wollte weiter umblättern. Origami-Figuren, okay. Ach, können wir auch eins basteln? Oh, der Hund. Okay, probieren wir mal unser Glück. Ich denke nicht, dass wir irgendwas hinkriegen. Also Origami im Übrigen ist eine japanische Faltkunst. Ich hoffe, das stimmt so. Man macht einfach aus einem fetzen Papier. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder? Okay, Max. Wahrscheinlich hieß der Bruder so. Also nur, wenn man nochmal zum Origami zurückzukommen, man hat halt so ein Stück Papier und kann dann daraus solche Tiere beispielsweise basteln, so wie wir es jetzt gemacht haben. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Diese Frau ist vielleicht die Mutter des Origami-Killers. Ich muss irgendwie ihr Gedächtnis anregen. Es dauert Tage, den Namen der Adoptiveltern ihres Sohnes herauszufinden. Sean Mars wäre bis dahin tot. Ich habe eine Idee. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ah, jetzt habe ich zum dritten Mal das Ding ausgewählt. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Scheint zu funktionieren. Sie erinnert sich. Ich aber muss nur ein ihr noch wenig. Mehr Dinge zeigen. Genau, hier. Und zwar eine Orchidee. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Bin ich mal gespannt, ob mit der Orchidee... Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar. Aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Bekommt sie häufig Besuch? Sie sind seit 10 Jahren die erste hier. Hat sie jemals von ihren Söhnen gesprochen? Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Er ist ertrunken. Und was ist mit ihrem anderen Sohn? Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. Warum hat sie aber dann den anderen, also den lebendigen Sohn, vergessen? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Weil er wurde ja dann weggenommen von den Eltern und dann in eine Pflegefamilie gebracht. Und eventuell hat es damit was zu tun. Ich weiß es halt nicht, das ist das Problem. Die Orchidee, stimmt. Die wollten wir abgeben. Ich bin mal gespannt, ob sie sich an was erinnert. Meine Söhne haben sie sehr geliebt. Wir pflanzten sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Ihr Gedächtnis kommt zurück. Jetzt nicht aufhören, erinnere dich. Hier muss etwas sein, was mit dem Unfall des Sohnes zu tun hat. Ein Foto oder so. Ah, da. Ja, doch ein Foto von den 2 Söhnen. Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepherd? John und sein Bruder? Sind Sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht.
Ich weinte, als ich es erfuhr. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Die Pflegefamilie, Mrs. Shepherd. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Er muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Sein Name, Mrs. Shepherd. Wie war sein Name? Aber ich liebte ihn. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ich bitte Sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Kommen Sie näher. Okay, mal gucken, ob es uns jetzt den Namen verrät. Okay, anscheinend hat sie uns einen Namen genannt, nur... Ja, durften wir jetzt wieder nicht erfahren, wer es ist. Aber Madison weiß es. Okay, jetzt spielen wir wieder Ethan. Die letzten Buchstaben, 961, Freitag, okay, 129,92 mm. Ah, die Aufgabe. Die letzte Origami-Figur. Die letzte Prüfung. Okay, das ist die letzte Prüfung. Und ich muss wirklich sagen, das ist so eine Prüfung, die einfach das Gedächtnis eines jeden Spielers, Zuschauers und der Figur im Spiel selbst einfach nur zerstört, weil das ist wirklich... Was hier verlangt wird, ist einfach nur unmenschlich. Ja, generell war jetzt eigentlich bei allen Aufgaben, aber das ist schon... Ach, richtig krass. Ich weiß nicht, was die Erfinder sich bei manchen Aufgaben gedacht haben. Aber wir sehen es schon. Die letzte Origami-Figur. Die letzte Prüfung. Oh Mann. Allein wie krank das ist, der weiße Raum hier, das ist schon krank. Okay, mal gucken, was sie wollen. Die letzte Prüfung. Die letzte Frage. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben Sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Fuck, ist das krass. Sean retten und sterben. Himmel, er verliert seinen Vater, aber wenigstens lebt er. Vielleicht ist es das Richtige. Mich töten, um Sean zu retten? Lächerlich. Ich finde sicher einen anderen Weg, um ihn zu retten. Die Kameras, die beobachten mich. Also kann ich schon mal kurz zeigen, also egal... wo wir stehen, irgendeine Kamera sieht uns immer. Zum Beispiel hier, wenn ich jetzt hinter die Monitore verschwinden würde, selbst dann würden wir gesehen werden von irgendeiner Kamera. Oh Gott, ist das extrem. Er könnte lügen. Vielleicht sterbe ich, sobald ich es getrunken habe. Und niemand rettet Sean. Das kann natürlich auch sein. Gift. Wenn ich es trinke, bin ich in einer Stunde tot. Wenn nicht, kriege ich die letzten Buchstaben nicht. Ich habe keine Wahl. Ich muss es tun, wenn ich meinen Sohn retten will. Es muss anders gehen. Ich kann mich nicht töten, um meinen Sohn zu retten. Ja, ganz ehrlich, als ich es auch zum ersten Mal durchgespielt habe, habe ich wirklich null Möglichkeit gesehen, irgendwie... es einfach nicht zu trinken und es hier zu verarschen. Also ich bin auch nicht rausgegangen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch die Wahl, einfach zu gehen.
Das werde ich natürlich auch nicht machen, weil das ziemlich blöd wäre. Aber es gibt wirklich null Chance, das Ding zu verarschen. Und was ich auch ziemlich verwirrend finde, ist einfach nur die Tatsache, dass hier in der Ecke ein Stuhl steht. Wo wir uns auch noch hinsetzen können, was auch ziemlich blöd ist. Aber der Raum, der ist so krank. Jetzt stehen wir auch neben am Ausgang. Ich überlebe eine Stunde. Genug Zeit, um Sean zu retten. Würde ich sterben, um Sean zu retten? Nichts zu verlieren. Ich bin zu weit gekommen, um aufzuhören. Ja, definitiv. Ja, aber ganz ehrlich, das Nachdenken bringt jetzt auch nichts, wenn ich jetzt selbst etwas grübeln würde, weil es bleibt einfach keine andere Wahl. Also gehen ist keine Option, definitiv nicht, nach allem, was passiert ist. Da hätten wir uns gleich auch der Polizei stellen können. Vielleicht hätte es sogar mehr gebracht. Aber... Ah, Mann. Dann tun wir es einfach, was soll's. Dafür retten wir unseren Sohn. Und weg ist es. Ganz ehrlich, das ist es wert. Für unseren Sohn tun wir alles. Und jetzt bekommen wir auch die letzten Buchstaben. Die letzten Buchstaben sind jetzt auf Ihrem Telefon. Okay, wo ist er? Aha. 852 Theodore Roosevelt irgendwo. Ich habe getan, was ich tun musste, Sean. Dein Dad kommt und holt dich. Jetzt nähern wir uns auch langsam dem Ende des Spiels.